Hallo Leute, wir spielen heute Slender. Das ist ein Game. Ja, es ist sehr gruselig. Ich sage euch so viel, wir sind in einem Wald, es ist Nacht und wir müssen 8 Seiten finden. Und irgendwo lauert eine Gefahr. Aber mehr weiß ich selber nicht. Und es ist ziemlich furchteinflößend. Und ja, wir haben eine Taschenlampe. Oh Gott, warum mache ich das? Ja, was gibt's dazu zu sagen? Man sollte die Taschenlampe wahrscheinlich, glaube ich, nicht zu lange benutzen, weil sie nur eine begrenzte Dauer hat. Das heißt, wir gehen einfach hier im Dunkeln. Ach Gott, Alter. Ja, der spielt das so übelst derb krass. Hey, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Es ist übrigens Freeware. Hat nur 50 MB. Download-Link setze ich euch in die Beschreibung. Und ja, wir müssen irgendwo diese komischen 8 Seiten finden. Die sind irgendwo hier im Wald versteckt. Und ich habe keine Ahnung, wo die sein könnten. Aber gut. Es ist... Also das Spiel ist definitiv nichts für schwache Nerven. Weiß bloß, dass... Ich glaube, irgendwo lauert so eine Gefahr, das nennt sich Slenderman, glaube ich. Und den dürfen wir irgendwie nicht treffen oder so. Oh, was ist das? Ah, das sind Gastanks. Oh mein Gott. Oh, ich habe Angst. Ja, Leute, das Spiel ist einfach nur derbe krass. Und hier könnte vielleicht irgendwo eine Seite sein. Hier könnte aber auch ein Ungeheuer lauern. Fuck, Alter. Alter, ich hab derbe Schiss. Ohne Scheiß, das Spiel ist definitiv nichts für Tatsio. Oh, Alter. Tatsio hat sich was bewegt. Das Spiel ist so definitiv gar nichts für schwache Nerven. Und ich sollte eigentlich die Taschenlampe gar nicht so lange hernehmen. Obala. Weil sonst war anders. Oder ich habe ständig das Gefühl, dass sich hier irgendwas bewegt. Was denn da vorne? Hey, warte, ich glaube, da ist eine Seite. Ja, Mann, da ist eine Seite. Und was steht da drauf? Oh Gott. Ich habe eine Seite. Oh, fuck. Oh, nein, Alter, jetzt kommt so eine... Oh, fucking hell. Fuck, 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 fuck. Die Musik ist krass. Definitiv. Alter, oh, leck. Leck mich am Arsch. Das ist krass. Hier ist ein Haus. Ich nehme mal an, ich muss da rein, weil da ist eine Seite, oder? Nein. Ich glaube, ich muss in das Haus hier rein. Könnte aber mit Sicherheit irgendwo so eine Gefahr lauern. Aber es hilft nichts. Ich muss hier rein, weil ich diese Seite finden muss. Diese 8 Seiten. Oh Gott. Alter. Alter, ey, das ist so krass, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Hier ist nichts. Alter, ja, wenn die Musik nicht so krass wäre, dann wäre das Spiel eigentlich gar nicht mal so schlimm. Sondern es ist so schon schlimm genug, aber mit der Musik dazu, Alter. Hier ist nichts. Ja, hier ist eine Seite.
Help me. Oh Gott. Na. Ich darf die Taschenlampe nicht so lang anmachen. Alter. Also wie gesagt, ihr könnt das Spiel selber gerne ausprobieren. Ihr könnt wirklich, also ja, kann man sich kostenlos runterladen. Ist ein Horror-Game der übelsten Art. Ihr müsst nur aufpassen, wenn ihr irgendwo so ein Monster oder sowas seht. Ihr dürft ihm, glaube ich, nicht in die Augen schauen, dem Slenderman oder wie der Typ heißt. Weil sonst ist das Spiel zu Ende. Alter. Und die Musik wird ja von Seite zu Seite wird die schlimmer. Was ist das da hinten? Oh Gott, was ist das? Hilfe. Oh. Ach, das ist... Sieht aus wie so ein Tunnel. Gott. Hey, ich mag da nicht rein. Oh. Leute, ich komme immer irgendwie mit der Maus immer ständig aus dem Bildschirm raus. Ich mag hier nicht rein. Es ist bestimmt ein Monster drin. Was da? Oh, Seite. Leave me alone. Fuck it. Oh. Oh. Alter. Fuck. Fuck. Oh. Scheiße, ey. Ja. Ja, ihr seht. Scheiße, Alter. Hab mich der Slenderman gesehen. Fuck. Ich hatte 3 Seiten. Tja. So schnell kann's gehen. Also es war ein kurzer Einblick in das Game, Slender. Wenn ihr wirklich wollt, dass wir das als Let's Play machen, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten, das Spiel ist definitiv nichts für schwache Nerven.